Ja, fangen wir an gleich zu Beginn. Sind wir ein bisschen überrascht worden vom Gegner, der doch uns in die Defensive gedrückt hat, uns zu Ballverlusten gezwungen hat, auch nach 2 Minuten die erste Chance durch Ziba gehabt hat, als er dann nach innen zieht, aber auch den Abschluss verzieht. Wir waren irgendwie nicht richtig drin, haben ja, zu viele Ballverluste gehabt, eigentlich im Spiel mit Ball, die Ballzirkulation. Das haben wir zuletzt besser gemacht und deswegen haben wir ja, die eine oder andere Situation in der Defensive gehabt, wo der Gegner den Ball uns in der Vorwärtsbewegung abnimmt. Wo die Chancen für uns in der ersten Halbzeit gelegen sind, das war die Umschaltaktionen, selber dafür zu sorgen, dass du ja, über Morabit, über die schnellen Außen schnell in die Schnittstellen kommst. Effektiv waren wir dann nur kurz vor der Halbzeit, aber das ist natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen bei so einem Spiel, wo eigentlich keiner so damit gerechnet hat, dass es da die Gastmannschaft noch schafft, in Führung zu gehen. Und in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir gut verteidigt, haben in der Offensive nicht allzu viele Aktionen gehabt, aber auch dem Gegner kaum Torchancen zugestanden. Ich glaube, das war jetzt unser 18. Spiel ohne Gegentor. Das kann die Mannschaft, da ist sie auch bereit, bis zum Schluss wirklich konzentriert zu verteidigen. Manko vielleicht, die letzten 5 bis 10 Minuten, wo wir doch einige dicke Dinger gehabt haben, um das Spiel natürlich zu entscheiden. Und dann sieht es kurz vor Schluss noch ein langer Ball. Da kann immer noch mal was passieren, aber unterm Strich bin ich froh, dass wir halt bereit waren in einem Spiel, wo es nicht einfach war, wo ich aber auch ein bisschen die Kraft gefehlt hat, auf unserer Seite so zu agieren, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber die Mannschaft hat gefightet bis zum Schluss, war bereit, alles dafür zu tun. Und deswegen sind wir natürlich sehr froh über den Sieg heute hier in Wiesbaden gegen eine Mannschaft, die zuletzt und auch heute gezeigt hat, dass sie eine gute Form hat. Marc und seiner Mannschaft natürlich für die restlichen 5 Spiele alles Gute, damit ihr ja, diesen 4. Platz dann auch zum Schluss innehabt.